So, der Berg, Part 5. Falls ihr euch das antun könnt. Bist du bereit? Willkommen in Areal 8. Auf geht's. Weiter mit Training. Weiter mit Erlösung. Weiter mit dem Duellberg. Um letzten Endes irgendwann alle 100 besiegt zu haben. Aber das kann noch ein bisschen dauern. So. Psyana und Meprava. Weiterhin. Und ich habe endlich eine Drachenattacke gelernt. Wow. Wurde ja mal Zeit. Jetzt bringt auch der Drachenzahn mal endlich was. So, das, der Feuerodem ist nämlich eine ganz okay Attacke von denen, die ich jetzt habe. Wahrscheinlich die beste. Und ich kann damit Gegner paralysieren, also. Was will man denn wirklich mehr? Das mit Einigler stört mich überhaupt nicht, deswegen greife ich einfach Noctua an. Und lass das Knuddeluff mit seinem Einigler da schön alleine. Oh Gott, Noctua hält ganz schön was aus. So. Und Feuerodem. Na, okay. Also Psyana hat ja weniger als die Hälfte abgezogen, insofern. Ist das nicht verwerflich gerade? Au, das hat allerdings weh. Dann greifen wir mal beide an. Jawohl, das hat gereicht. Down und Keifel kommt als nächstes in den Kampf. Aber zunächst kriegt das Knuddeluff noch ein Feuerodem ab. Das steckt dann auch ganz gut weg. Plexi, wieder auf Vibrava. Und das scheint zu reichen, ja. Schade. Okay. Trotzdem gute Arbeit, Vibrava. So viel war jetzt nicht da, was du gemacht hast, aber egal. Zumindest geholfen, zwei Pokémon auszunocken. Ja, holen wir erstmal Knuddeluff weg. Das kriege ich wenigstens sicher weg. So. Dann hoffen wir, dass keine Eisattacke kommt. Na. Also es ist eine recht schwache. Und geht halt auch auf beide. Okay. Einigermaßen überstanden. Und die Psychokinese hat sofort gereicht. Geil. Nicht schlecht. Ich habe verloren. Ja, das hast du. Der Kampf ging relativ schnell. Psyana sei Dank. Was den einzelnen Schadensoutput geht, ist wahrscheinlich wirklich Psyanas Beste. Es war ein guter Kampf. Ich hatte so viel Spaß. Herzlichen Dank. Okay. 72. Egal wann, egal was. Mehr habe ich nicht gelesen. KF. Okay. Oh, wie geht das? Ja. Ein Stück weg. Was ich wohl machen werde bei diesen Gegnern. Wie wär's mit einer Psychokinese? Und einem Sandgrab? Okay, ich weiß, der Sandgrab wird nicht viel Schaden machen, weil die Brava im Allgemeinen momentan wenig Schaden macht, aber die Psychokinese haut da alles weg. Im optimalen Fall aktiviert sie einfach den Furio-Modus. Leider aber nicht. Und es geht sogar daneben. Das war sogar der schlechteste Fall. Und paralysiert bin ich auch noch. Wunderbar. Holen wir jetzt mal Schluckwächt weg. Oder
probieren zumindest. Hat eine gute Spätzdev, aber es hat gereicht gut. Psychokinese ist natürlich nicht zu unterschätzen von einem Psyana. Ein Kadabra kommt das jetzt, ist okay. Ein Gift-Pokémon, auf einmal ein Psycho-Pokémon. Und wie Bravas Auftritt war jetzt nicht wirklich sonderlich lang und gut. Aber naja. Es hat wenigstens die Punkte dafür bekommen, dass es eingewechselt, dass es eingesetzt wurde. Im Kryptometer. So, Golbat weg. Und es bleibt nur noch Kadabra. Level 51 natürlich schlecht. Aber es hat trotzdem noch eine schlechte Verteidigung. Das sollte halt Schaden machen. Jo. Und die Rückkehr beendet das Ganze. Und Psyana kriegt vielleicht sogar noch das Level ab. Jawohl. Gut. Du kämpfst wirklich gut. Kannst du mal sehen. So, und die Kämpfe gingen echt sehr flott. Dank Psyana. Nach einem solchen Kampf fühlt man sich wunderbar, selbst wenn man verloren hat. Naja, wenn man gewinnt, fühlt man sich natürlich noch besser. So. Das war jetzt aber erstmal mit dem schönen Schadensoutput von Psyana. Jetzt ist erstmal Tonupto wieder dran. Alles in Ordnung? Geht es dir gut? Wenn du willst, kannst du jetzt ruhig kapitulieren. Nö, keine Lust. Das einzige Problem, was ich halt habe, ist, dass Tonupto immer noch keinen Flammenwurf kann. Arr. Spoggler und Sneebel, okay. Finde ich gar nicht mal so schlecht gerade. Zumindest das Flammenrad funktioniert gut gegen Sneebel und Feuerodem sollte einigermaßen gegen Spoggler klappen. Jawohl, ja. Sneebel One-Hit. Und ein Capoeira, okay. Mit Rohr in dem Moment. Egal, ich greife ihn gerade mit Feuerodem an. Ja, und Giftstachel. Das war ein Volltreffer, aber das ist halt echt eine schlechte Attacke, Giftstachel. Ich glaube, hat Stärke 20, ist sogar schwächer als Tackle, wenn ich mich richtig erinnere. Also auf jeden Fall nichts Gutes. Und Skorgler ist paralysiert. Wenn du noch hin willst, sogar Skorgler einfach und gehen auf Capoeira los. Denn das hält tatsächlich noch einiges aus. Aber momentan immer diese Mehrfachattacken abkriegt. Okay, aber auch Capoeira ist paralysiert. Und da kommt der Schlitzer. Wird wahrscheinlich Vibrava ausnocken? Fragezeichen. Nee, geht nicht auf Vibrava. Gut. Ansonsten wäre es das nämlich gewesen für Vibrava. So allerdings kann ich das Capoeira wahrscheinlich ausnocken. Denn ich werde jetzt auch schneller sein. Sehr gut. Und ein Groink zu guter Letzt. Ah. Das Ding ist tatsächlich sogar ziemlich nervig, deswegen will ich erstmal Skorgler weg haben. Das kriege ich um einiges schneller weg. Jo. Ah. Na schade. Leider ist es nicht mehr geschafft, das Skorgler wegzunehmen. Kommt jetzt eben mein eigenes. Und ein weiterer Schlitzer. So, ich mache einfach einen Sternschauer. Das könnte sogar schon reichen für das Gorgler. Ich hoffe es einfach mal, wenn nicht, dann halt nicht. Na gut. Dann eben noch einen Sternschauer in der nächsten Runde.
und der Furio-Modus. Na wunderbar. Okay, das ist in Ordnung. Dass du das Gorgler verwirrst. Snubso wäre da jetzt etwas nerviger gewesen. Den Gorgler kann ich jetzt eh erstmal rufen. Und auch das ist bald auf seinem letzten kleinen bisschen. So. Batz! Gorgler weg. Und vorhin leicht geschadet. Bei mir ist das ja nun wirklich nicht. So. Tornopto allerdings ist jetzt auch durch den Psi-Strahl verwirrt. Ist natürlich ärgerlich, aber naja, mein Gott. Den Kampf haben wir jetzt in der Tasche. Insofern wirklich nicht problematisch. Nochmal Furio-Modus, das ist sehr nett. Dadurch kriege ich dich nämlich runter auf deinen letzten Balken. Und ich komme sogar nochmal durch und kann Schaden machen. Und zwar gar nicht mal so knapp. So, beide Krypto-Pokémon down. Das heißt, ich lasse jetzt erstmal nach Fahrer rein. Dass man ein bisschen Erfahrung abstauben kann. Damit ich nicht allzu lange mit Nachtaka kämpfen muss. Im Grund wissen wir ja. Na, Tornopto geht auch noch down. Na gut. Lassen wir Ampharos halt auch nochmal ran. Das war's für Kroink. Dem. Ich kapituliere. Nett von dir. Ein Wort wie kapitulieren kennst du wohl gar nicht. Man sieht es mir vielleicht nicht an, aber ich bin ein Praktiker. Bist du ein Praktiker? Okay. Meinen Körper stehle ich bei der Feldforschung. 20% auf alles, oder wie? Forscher Light. Okay. Maskeregen und Magnein. Ja, das ist in Ordnung. Mit Tornopto kann ich Maskeregen direkt raushauen. Und wie Brava kannst du mit dem Magnein ein bisschen schaden. Wenn ich als Vierbedroher würde, nämlich eh kommen. Doppelt wahrscheinlich. Ja. Das heißt, die Bravas-Attacken bis auf Feuerrudem sind sowieso alle schon mal nutzlos. Aber das Maskeregen geht weiterhin mit einem Schlag drauf. Auch wenn es ein paar Level höher war als das letzte. Ein Darm hier, Plex. Okay. Und nochmal Bedroher. Wow. Ein komplettes Team aus Bedrohern. Gehen jetzt mein Angriff gerade daneben? Das ist ja aber doof. Ach ne, gut. Wollte schon sagen, es war einfach nur gerade der Angriff, der nach unten ging. Ich greife trotzdem das Verdamm hier Plex jetzt an. Okay. Stampfer. Tschüss, wie Brava. Na gut. Schicken wir noch Skorgler in den Kampf. Schau mal, ob das jetzt auch seine letzte Attacke gelernt hat. Und wenn ja, welcher Schlitzer? Okay. Immerhin.
keine Mega-Attacken, aber immerhin Schnitzer. Granbull. Und nochmal Bedroher. Aber dem einzigen Pokémon, dem das sogar was ausgemacht hätte, das hat eine Fähigkeit, womit es das aufhebt. Insofern, Bats. Angeberei. Da mein Angriff schon so weit gesenkt ist, mir das relativ egal. So, Flammenrad. Und Schnitzer. Und ich komme durch, wunderbar. Tschüss, Magneien. So, Schlitzer. Macht nicht allzu viel Schaden, naja, okay. Bin jetzt inzwischen auch ein paar Levels tiefer mit dem Skoggler. Au! Die Verwirrung nervt natürlich jetzt ein bisschen. Aber es wird schon irgendwie gut gehen. Ich kann ja auch einfach mal mit Giftstachel angreifen. Um es zu vergiften. Oder ich wechsle einfach. Lass mal nach Tara nochmal ran. Um wieder ein bisschen Erfahrung abzusammeln. So, dann kommt das Flammenrad jetzt auch durch. Schafft es fast, Granbull zu erledigen. Und das heißt, mit dem nächsten Biss sollte es klappen, falls er sich selber schlägt. Alles also kein Problem. Ist aber nicht mehr verwirrt und haut es deswegen direkt weg. Mit einem Volltreffer, den hättest du eben auch machen können. Dann hätte ich mir zwei Animationen gespart. Aber egal. Ich habe wohl nicht genug Feldforschung betrieben. Tja. Wenn wir uns demnächst treffen, dann hilf mir doch bei der Feldforschung. Ist ja nur mit Feldforschung hat die ganze Zeit, ey, meine Fresse. Mein Pokémon und ich haben ganz fantastische Basiswerte. In einem langen Kampf verlieren wir bestimmt nicht. Jetzt sind Basiswerten die DVs oder die wirklichen Basiswerte oder sind es jetzt einfach nur allgemeine Defensivwerte? Also Init, von Init hast du auf jeden Fall schon mal nicht gesprochen damit. So. So. Machen wir mal den Schaufler und einen Sandgraben. Um jetzt mal das Lantern wegzukriegen. Okay, du greifst die Trava an. Oh, ein Volltreffer! What the fuck? Nicht nett. Gar nicht nett. Oh nein. So, da kommt der Schaufler. Erwischt das Lantern etwas schwächer als erhofft. Und Lantern taucht unter. Wunderbar. So, wieder eine Finsterfaust. Um die Brava auszunocken. Das letzte Stückchen zieht sich ein bisschen, aber okay. Schaufler. Und den Kryptoschlag ging zur Klo. Okay, Furio-Modus. Das ist schon besser. Allerdings trifft der Taucher Skorgler mit dem Volltreffer und dadurch ist der Furio-Modus auch schon wieder dahin. Ach man. Na gut. Dann bleibt jetzt nur noch nach Tara. Um wieder ein bisschen zu leveln. So, bis gegen Zwirklob. Lantern überlebt sogar noch. Noms
Okay, das funktioniert wenigstens ganz gut. Und Donnerwelle, ja. Lass doch den Scheiß. Gut, okay, dann greifen wir mit nach Taka jetzt lieber das Landhorn an. Und versuche dem Zwirrklub dann wenigstens noch ein Flammenrad reinzudrücken, aber bevor das Landhorn jetzt wieder Taucher einsetzt. Meist lieber K.O. Und ein Panzer-Eoron kommt noch in den Kampf. Dagegen wäre natürlich ein Flammenrad auch nicht schlecht gewesen. Aber so kriege ich dann auf jeden Fall demnächst das Zwirrklub down. Und ich finde, dieser Faust ist ja nicht allzu gefährlich gerade. Deswegen Flammenrad auf Panzer-Eoron und bis auf Zwirrklub. So, das ist dann noch das Level-Up für Tonopto. Level 51. Wunderbar. Also allgemein zwei Gegner noch, die gut sind. Für ein Tonopto. So, wir greifen einfach mal weiter das Panzer-Eoron an mit Tonopto. Denn jetzt sollte es ja wenigstens runterkommen. Und genau dann können wir zuschlagen. Und es klappt wunderbar. Bam. Und da geht es auch down. So. Dann haben wir nur noch einen Gegner, der vielleicht sogar zurückschreckt. Tut er zwar nicht, aber Megasauger, haben wir ja schon festgestellt, ist nicht so gefährlich. Und halt jetzt auch nicht sonderlich viel. Der Crit jedoch beendet den Kampf dann wahrscheinlich schon etwas früher. Sonst hätte Giflor vielleicht überlebt. Zuck, zuck. Alles klar. So weit, so gut. Dass wir aber so schnell besiegt wurden. Na, es ging dann letztendlich doch relativ flott, du hast recht. Nachdem wir Bravo und Skogler weg waren. Demnächst sollten wir uns auf den kurzen Kampf vorbereiten. Tja. Hallo. Ich Pokémon kämpfe immer im Simulator, also bin ich auch in echten Kämpfen perfekt. Nicht unbedingt. Simulatoren sind nicht immer dasselbe. Fernontor und Cuppilz. Achso, ich habe nicht mal ausgewechselt, aber hat in diesem Moment sogar positiv für mich gesprochen. Denn dadurch habe ich jetzt Pokémon, mit denen ich hier ganz gut durchkomme. Gegen diese Pflanze-Eis-Kombination. Genau so. Schwalbos, okay. Heizsturm, das geht glaube ich für beide, oder? Dann senkt meine Initiative. Oh Mann, wie braver. Eisattacken sind halt echt nichts für dich. So, versuchen wir noch das Fernontor wegzuhauen. Fassade, ja. Reicht halt für wie braver jetzt in dem Moment, aber nutzen wir das jetzt auch nicht so toll. Als Angriff. Da du keine Statusveränderung drauf hast. Hier kommt das Flammenrad. Fernontor erledigt. Und der Hitzeboss. Wow, okay. Da bringt natürlich Tonopto jetzt weniger. Versuchen wir
erstmal das Schwalbus noch wegzuknocken. Dass man Agilität einsetzt, sollte das nicht das Problem sein. Sehr gut. Ah, schade. Felswurf. Das hätte sogar ganz schön wehgetan. Dann rufen wir dich einfach, Skrungler. Wunderbar, bald haben wir dich. Bald haben wir dich befreit. Und ja, Fassade, wie gesagt, ohne Statusveränderung. Relativ nutzlos. Gut, Schwalbus auch besiegt. Der Felswurf kommt jetzt allerdings doch auf Tonokto und der tut weh. Und zwar richtig. Jo. War abzusehen. Kein Problem. Und dafür hat Tonokto bis dahin gute Arbeit geleistet. Und Nachtara sollte gegen Exeros ganz gut bestehen können. Zumal ich auch noch Skorgler dabei habe. Was zumindest ein bisschen Schaden macht. Wahrscheinlich nicht viel, ja. Aber ein bisschen. Ja, und zusammen ist es nur ein bisschen geringer als die Hälfte immerhin. Und nochmal der Furio-Modus, sehr schön. Okay, der Rutenschlag ist dann uninteressant. Denn der Biss sollte jetzt ausreichen. Und Skorgler kann sogar noch ein bisschen von seiner Kryptometer-Anzeige runtersetzen. Und es ist nur noch etwas weniger als ein halber Balken. Temtem. Ein perfekter Kampf. Katana. So. Seltsam. Meinen einschlägigen Erfahrungen im Simulator zufolge hätte das ein perfekter Kampf werden müssen. Hast du gesagt, dass es einer war? Halt, für mich. Aber egal. So. Nummer 77. Wer seine Pokémon liebt. Ja. Ich sollte nicht immer so schnell wegdrücken, Romy. Hm? Metang und Granbull. Okay. Relativ neutrales Matchup. Ich würde sagen, gutes Matchup, wenn die Brava gescheite Bodenattacken hätte, aber ich habe ja leider nur einen Sandgrab. So, Donnerblitz gegen Granbull und Feuerodem gegen Granbull. Doppelchance auf Paralyse. Rein theoretisch. Ah, und noch fast besiegt. Leider aber nur fast. Eisenabwehr, okay. Das ist uninteressant für Metan. Schicker. Hm. Und hast du die Dreifachchance auf Paralyse. Und diesmal hat es auch gewirkt. Greif mal so am besten an. Hauen dem Metang schon mal ordentlich eine rein. Und besiegen das Granbull. Sehr gut. Blopp, blopp. Umgefallen. Papunga, okay. Autsch, das hat weh. Nichtsdestotrotz bleiben wir hier auf Donnerblitz und Feuerodem mal auf das Papunga. Igel sahen sogar sinnvoll auf Ampharos. Aber es wird letzten Endes nicht viel helfen, denke ich.
Zartung. Oh, okay. So, da kommt jetzt Feuer-Odem. Auf Papunga. Hat aber nicht viel gebracht und es heilt sich fast wieder komplett durch die Egelsamen. Okay, wir bleiben aber trotzdem dabei. Megasauger könnte vielleicht die Grabe jetzt aber ausnocken. Ne, okay. Auf Ampharos mit einem Volltreffer. Und einem Seher. Das ist dann doch relativ uninteressant. Tschüss, Xatu. Papunga, du wirst trotzdem ein bisschen Schaden zu nehmen. Aber dich natürlich wieder heilen. Leider klappt die Paralyse gerade nicht. Das wäre nämlich das Optimale. Denn so tatsächlich hält sie sich eigentlich immer wieder komplett voll. Ich bräuchte schon eine Paralyse oder einen Volltreffer, damit das irgendwas gebracht hätte, der Feuer-Odem bisher. Aber okay, es hat jetzt so fern immerhin gereicht, dass Papunga jetzt fast down ist. Und ich denke, ich kann jetzt sogar mal einfach Skogler einwechseln. Um denen noch einen kleinen Boost zu geben. Was das Kryptometer angeht. Denn ich hoffe mal, ein weiterer Donnerblitz wird reichen. Papunga letzten Endes jetzt auszunocken. Britzel, Britzel, Britzel. Jawohl. Papunga wurde besiegt. Dum dum. Autschi. Muss die Athleten dann immer hinsetzen. Und einfach nur so rumschmollen in Embryo-Stellung. Offensichtlich reicht es nicht, den Körper zu, nur zu stehlen. Oder nur den Körper zu stehlen, ich habe das nicht gescheit gelesen. Egal. Ich sollte mal wieder gescheit lesen lernen. Unglaublich, wie hast du es nur bisher geschafft? Ja, das hat doch gepasst. Oh Mann. Brillentyp Kabu. 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 Tropius und Absol. Schöne Pokémon auf jeden Fall. Beides Gen 3, beides um Baumhausen City. Aber jetzt nicht, wo ich jetzt großartig irgendwie Angst haben müsste. Wobei sie schon nicht schlecht sind. Versteht's ja, aber Absol hält halt auch nicht viel aus. Natürlich mit Schwertanz. Absol hat einen richtig guten Angriff, Mega Absol auch, aber es hält halt einfach leider nichts aus. Dafür, dass es so gut wie nichts aushält, ist der Angriff dann wiederum ein bisschen zu schwach. So. Ein Stollrack. Okay. Tropius fliegt hoch empor. Das heißt, ich können wir sowieso jetzt erstmal ignorieren. Das heißt, volle Attacke auf Stollrack. Hat sogar tatsächlich überlebt. Wurde aber paralysiert, aber das Sandgrab sollte das jetzt sowieso erledigen. Und Platz. Jawohl, ja. Level 51 für Ampharos. Und Kramwumms kommt in den Kampf. So, Tropius mit seinem Fliegenangriff. Ich denke mal auch, wir greifen jetzt erstmal Tropius an. Ja, es ist paralysiert, dann greifen wir doch erstmal Kravums an. So. Okay, das setzt einen Aufruhr ein. Autsch. Das tat ganz schön weh. Batz. Autsch. So.
Ein Tropius, was machst du? Also Bier Sonnenlicht, okay. Dann haben wir erstmal das Kabums mit einem Donnerblitz weg. Und greifen auch nochmal das Tropius an. Die Brava geht überhaupt nicht mehr in den Furio-Modus. Bisschen schade. Weil so kriege ich es momentan nicht dazu, die Kryptoleiste noch zu senken. Außer halt jedes Mal, wenn ich es einsetze im Kampf, aber das ist ja nicht sonderlich viel und der Solarstress ist ziemlich brutal aus meiner Fresse. So, Skoglar. Du darfst dich nochmal ein bisschen befreien. Du bist wieder ein bisschen vor Vibrava. Das Vibrava war zwischendurch ein bisschen besser befreit als du. Aber jetzt bist du wieder vorne. Ja, das ist eine sehr effektive Attacke. Ne? Naja. Ein Versuch war es wert. Okay, Donnerblitz, Critical. Erledigt dann den Kampf ein bisschen schneller. Dim-dim. Unglaublich. Ist das halt immer nicht glauben können? Wirklich unglaublich. So schaffst du es vielleicht sogar bis zum Schluss. Das ist ja das Ziel dabei, ne? Frage ist halt nur, ob ich es mit den Pokémon sowieso momentan sind schaffe oder ob ich noch zig Areale 10-mal wiederholen muss. Um ein bisschen zu leveln. Ich habe nicht keine Ahnung mehr, auf welchem Level die ganz oben waren. Eieiei, der Bengel sieht ja meinem Enkel ähnlich. Ich kaufe Haare ab oder was? Nee. Finoa. Okay, dann zeig mal her, was du kannst. Kuttel und Tengulist. Na. Nicht wirklich das gute Matchup. Nach Tara kann gegen Tengulis nicht wirklich viel machen. Anachtara braucht zum Glück auch nicht allzu lange. Ups, wir greifen einfach mal dich an. Einfach alles auf Kurtel, was wir haben. Wird schon irgendwie. Folterknecht. Das war jetzt, dass ich dieselbe Attacke nicht immer wieder einsetzen kann, oder? Amnesie. Na wunderbar. Spezialverteidigung steigt stark. Das kann ich ja gleich probieren. Ja, genau. Dann greifen wir halt jetzt erstmal mit der Geheimpower an. Und eine Finte. Au. Sandgrab. Macht halt nicht viel Schaden, wie erwartet. Hitzewelle. Oh. Trifft alle meine Pokémon. Aber meine Pokémon sind zumindest einigermaßen resistent dagegen. Vibrava nimmt halt trotzdem viel Schaden, weil es einfach ein schlechtes Level hat. Und auch so nicht allzu viel aushält. So. Biss und Feuer oder im Über. Hat natürlich seine Spezialverteidigung gestärkt, aber irgendwas muss ich auch machen. So, Finte gegen Vibrava. Vibrava leider K.O. Aber gut, als nächstes Skoglar dran. Schon fast befreit inzwischen. So, Finte und den Schlitzer gegen Kurtel. Irgendwie kriegen wir das Ziel schon down. Auch wenn es dauert. Vielleicht einfach den Ghoulist angreifen sollen. So, das wird es wahrscheinlich auch schon für Skoglar gewesen sein. Critical gegen Nachtara.
Und auch einen gegen Skorgla. Okay. So. Das heißt, jetzt kann ich aber ein bisschen mehr Schaden rausholen, indem ich Tornoptu einsetze. So. Dies wird jetzt nämlich einen ganz kurzen Prozess mit Tangulis machen. Ja, aber ja, mit einem Schlag. Wunderbar. War also alles richtig, wie wir es gemacht haben. Nach Tagerecht auch Level 51. Und Noctu wird in den Kampf geschickt. So. Biss erledigt auch Kurtel. Dann haben wir schon mal zwei Pokémon weg, die genervt haben. Und Relikant und Noctu. Das sind jetzt zwei nicht sonderlich gute Matchups für mich. Noctu hat eh eine gute Spätzdef, deswegen wird das nicht viel Schaden machen. Wie erwartet. Aber mit Geheimpower zusammen sollte das klappen. Und Noctu wurde verwirrt. Wie gesagt, es kann nochmal verwirren. Und jetzt reicht das Flammenrad sogar für Noctu alleine. Antikraft. Hm. Ah, das hat ganz schön weh. Und er kriegt den Boost. Eieieiei. Ich glaube 5%. Waren es 5 oder 10% für den Boost? Ich weiß es nicht. Ich glaube aber, es waren auf jeden Fall relativ wenig. So. Aber Noctu wenigstens schon mal besiegt. Und Tornoptu erreicht Level 52. Lernt aber leider immer noch nicht Flammenwurf. Was immer noch eine ziemlich gute Stärkung wäre. So. Wollen wir das Relikant jetzt nicht erledigen? Obwohl das geboostet ist, sollte es nicht das größte Problem werden. Mit dem Donnerblitz dann. Macht aber auch konstant weiter mit der Antikraft. Warum aber auch nicht, ne? So, bam! Und das war's auch schon fast. Sehr schön. Ich hätte vielleicht noch die Finte einsetzen sollen. Okay, es wurde verwirrt. Mit Finte wäre es halt schon K.O. gewesen wahrscheinlich. Aber so geht's auch. So. Damit hat Antara wenigstens auch gleich wieder einiges an Erfahrungspunkten. Damit es gar nicht so lange kämpfen muss später. Eieiei. So. So, alten Leute, Leuten solltest du etwas netter sein. Ich bin auch nett. Nur kämpfe ich ja trotzdem ernsthaft. Das ist auch eine Form von Respekt, jeden Kampf ernst zu nehmen. So, Nummer 80, Arealleiter. Nanu, du bist anscheinend nicht wie die anderen Trainer. Egal, Hauptsache wir kämpfen. Realleiter Talia. Okay. Mal sehen, was du so hast. Hariyama und Nozuska. Finde ich ja mein Pokémon, was ich gerade drauf habe, wieder mal ganz klasse. Zumindest gegen eins deiner Pokémon. Nämlich gegen Hariyama. So. Psychokinese gegen Hariyama. Und Feuerodem gegen Nozuska. Muggelhieb. Wieder viel Brava. Danke. Denn die Psychokinese macht so oder so einiges mehr Schaden. Und deswegen habe ich lieber die als ein Feuer, oder? Bumm. Ach ja, mal down. Dein Smogmog. Okay. Sandsturm, hör von mir aus. Der Sandsturm ist mir relativ wurscht in diesem Moment. So. Die
Psychokinese gegen Smogmog und der Feuerodämpfer versucht nochmal gegen Tuska. Smogmog instant down, wunderbar. Wie erwartet. Und Geowatz. Ja, Geowatz sollte man auch besiegen können. Mit Psyana. Geht auf Vibrava. Der erledigte Sache leider. Vibrava, du brauchst nochmal einen Furio-Modus. Ich will dich endlich befreien können, aber momentan sieht es schlecht aus. Squawkline hingegen ist jedoch fast frei. So, Psychokinese gegen Geowatz. Und ein Kryptoschlag gegen Noctuska. Das hat sogar überlebt. Nicht schlecht. Und da haben wir auch den Furio-Modus für Skorgler. Wir wollen hoffen, dass Skorgler jetzt überlebt. Denn solange es das tut, können wir es wahrscheinlich befreien. Ja, und das Erdbeben überlebt auf jeden Fall. Nur Psyana halt nicht. Dafür können wir aber auch nach Tara jetzt in den Kampf schicken. Sandstorm tobt weiterhin. So. Nach Tara besiegt jetzt erstmal das Geowatz und das Skogler wird gerufen. Und damit ist das Skogler vollständig befreit. Denke ich mal. Ich schau gleich nochmal nach, weil denn ganz am Ende sieht man es noch nicht unbedingt. Aber das sollte, denke ich mal, gereicht haben. So, Starmie. Noch Tuska weiterhin mit der Finte. Okay. Der Sandsturm tobt. 55 inzwischen schon. Biss und der Kryptoschlag. Wobei der Kryptoschlag wahrscheinlich nicht mehr durchkommen wird. Aber wie gesagt, bei Squawkler gar nicht mal so schlimm, denn es ist wahrscheinlich schon durch. Schauen wir mal kurz, bin ich dich. Öffne nun das Herz ganz wunderbar. Okay. Das heißt, wir schicken jetzt Ampharos noch in den Kampf. Das kann dann das Noctuska aushauen. Der Nachtara sollte ganz gut klarkommen mit dem Starmie. Nidenranke. In Verbindung mit dem Sandsturm zumindest. Okay, der legt sich gerade in diesem Moment. Etwas ärgerlich, aber naja, mein Gott, komm schon. Was mit Kraft? Gut, gut, gut. Dann wird es jetzt nicht reichen für Nachtara. Aber das Noctuska geht down. Und allzu lange sollte das Starmie nicht mehr aushalten. Vielleicht mach ich ja sogar einen Crit. Jawohl, sehr schön. So viel dazu. Mit Ankündigung diesen Kampf beendet. Nanu, du bist ja tatsächlich anders als die anderen. Ja, kannst du mal sehen, ne? Du kämpfst auch anders. Ich weiß gar nicht, wie ich es sagen soll. Hol dir auf jeden Fall in der Station deine Pokébons ab. Okay. Zudem kann ich gleich meine Pokémon wechseln. Haha. Hier, gib mir deine Coupons. 900 Pokébons. So, wie lange haben wir jetzt gebraucht? Na, ich habe noch ein paar Minuten. Nee, ich möchte gerne weiterkämpfen. Jetzt hätte ich mich fast raus teleportiert. So. Pokémon-Lagerungssystem. Was nehmen wir denn jetzt mal mit? Ich glaube, ich nehme einfach mal irgendwas Stärkeres mit. Ich nehme mal direkt einen Metagross mit. Damit ich einfach ein Pokémon habe, was dann auch ordentlich Schaden machen kann.
So, Skogla, du bist frei. Und das war's fürs Erste hier. Halt, speichern tun wir nochmal. So. Und dann geht es jetzt weiter. Mit der wilden Fahrt. Areal 9. Hoppla, endlich mal wieder ein Aspirant, der das bisher hervordringt. Willkommen in Areal 9. Dann wollen wir doch gleich loslegen. Aber gerne doch. Bolino. Girafarik und Ninjask. Okay. Gegen Psyana und Vibrava. So. Girafarik ist natürlich wieder ein schlechter Gegner. Und Spukball tut verdammt weh. Ach du Schande. Ja, das dachte ich mir schon, denn Spukball, wie gesagt, eine physische Attacke. Tut natürlich bei einem Pokémon wie Ninjask ganz schön weh, wenn es Psyana angreift. Aber weiterhin dieselbe Regelung. Ninjask hält halt selber auch nicht viel aus. Okay, Agilität. Girafarik. Auch nicht gerade das Tollste. Wir probieren das Sengo direkt auszunocken. Ah, bitte nicht auf Psyana. Gut, danke. So, hoffen wir, dass Vibrava nicht zurückschreckt und das Feuer-Odem wenigstens noch einsetzen kann gegen Girafarik. Sengo jedenfalls ist besiegt. Und als letztes ein Dotri. Alles klar. Vibrava schreckt aber doch zurück. Und noch ein weiterer Stampfer. Welches das Vibrava diesmal ausnockt. Aber gut, damit haben wir ja gerechnet. Und jetzt kommt zum ersten Mal Metagross in den Kampf. So. Jetzt haben wir ein ziemlich mächtiges Krypto-Pokémon draußen. Wow. Und dafür ist es nicht sehr effektiv, aber das ganze Spiel Schaden. Okay, war ein Volltreffer, aber trotzdem. Nicht schlecht, nicht schlecht. So. Aber dem Girafarik einfach direkt den Schlag rein. Bitte, überlebe, überlebe, überlebe. Ist speziell. Ah, Volltreffer, nein. Gut. Schade, Psyana. Gute Arbeit bis hierher. Aber das Girafarik ist echt gerade mies drauf. Und ein Bohrschnabel. Au. Das hat auch ganz schön weh. Und Metagross geht direkt in den Furio-Modus über. Das heißt, ich hau erstmal das Dodri weg und rufe das Metagross. So, und da geht schon mal das erste Stück seiner Leiste weg. Es wird aber noch ein langer Weg mit Metagross. Aber gut, wir werden sehen. Das ist ein weiterer Bohrschnabel, der ganz schön viel Schaden macht. Aber levelmäßig sind wir jetzt auch einiges drunter inzwischen. 4 Level. Gut, ist jetzt auch nicht der schlechteste Angreifer. Nicht ganz so gut wie andere, aber nicht schlecht. So, Knirscher. Wahrscheinlich auf Metagross. Aber der Schaden ist zu vertreten. Und jetzt komme ich auch selber zum Angriff. Und ja, das ist ganz guter Schaden, meine Güte. Sieht man mal einen Unterschied natürlich. So, Volltreffer und Girafarik auch besiegt. Ja, aber ja. Und nach Tag erreicht Level 52 und möchte Mondschein erlernen. Hm. Statt der Finte gerne. Und nach Tag erlernt Mondschein. Sehr schön. Dem, dem.
Der Aspirant gewinnt. Oh ja. Bis wohin wird es unser Aspirant wohl schaffen? Halten wir diesem jungen Trainer gut im Auge. Bist du ein Reporter oder was? Gut, dann würde ich sagen, hier machen wir einen weiteren Cut, denn wir haben ungefähr eine Stunde erreicht. Und wir sehen uns dann im nächsten Duellwerk-Part, falls ihr euch das anguckt. Bis dann.